Hallo und herzlich willkommen zu Sternenlicht, dem Podcast der Sternwarte St. Andreasberg. Wissenschaft, Natur und Kultur barrierefrei erleben, das ist unser Motto und das sind auch die Themen in diesem Podcast. Wir sind die Mitglieder der Sternwarte St. Andreasberg e.V. und wünschen dir eine gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge von Sternenlicht. Mein Name ist Christoph und ich darf auch in dieser Folge wieder dein Gastgeber sein. In der dritten Folge haben wir uns den ersten Planeten in unserem Sonnensystem angesehen, den Merkur. In dieser Folge wollen wir uns den zweiten Planeten von der Sonne aus ansehen, die Venus. Sie ist der hellste Planet am Himmel und hat einige Überraschungen zu bieten. Welche das sind, das erfährst du in dieser Folge von Sternenlicht. Bevor wir beginnen, möchte ich dich daran erinnern, dass dieser Podcast von einem gemeinnützigen Verein rein ehrenamtlich produziert wird. Ein Verein, der sich der Förderung der Astronomie und der Bildung im Harz widmet. Die Sternwarte St. Andreasberg hat gleich mehrere große Projekte vor sich. So muss unser Standort samt Haus und Gelände dringend verbessert werden. Auch der Bau oder Kauf einer eigenen Sternwartenkuppel ist erwünscht und nötig, um den Besuchern noch bessere Beobachtungsmöglichkeiten zu bieten. Bei unseren Anschauungsobjekten möchten wir gerne einige echte Meteorite kaufen, damit wir unseren Besuchern ein Stück vom Universum buchstäblich in die Hände legen und auch über den Tastsinn zugänglich machen können. Dazu kommen Kameras, die Meteore in der Atmosphäre sichtbar und ergänzt durch weitere Technik auch hörbar machen können. Und nicht zuletzt müssen in einer Sternwarte viele Dinge immer wieder gewartet, repariert und gelegentlich auch mal ausgetauscht werden. Für all solche Projekte braucht die Sternwarte deine Unterstützung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du die Sternwarte unterstützen möchtest, dann besuch doch bitte unsere Veranstaltung oder unsere Webseite, die du unten in der Beschreibung findest, und spende, was du kannst. Jeder Beitrag zählt und hilft uns, unser Ziel zu erreichen. Vielen Dank für deine Großzügigkeit. Nun aber zurück zu unserem Thema, die Venus. Die Venus ist der zweite Planet von der Sonne aus gesehen und der sechstgrößte Planet in unserem Sonnensystem. Sie hat einen Durchmesser von etwa 12.100 Kilometern, das ist fast so groß wie die Erde. Sie ist auch der dritthellste Himmelskörper am Himmel, nach der Sonne und dem Mond. Sie ist so hell, weil sie eine sehr dicke Atmosphäre hat, die viel Sonnenlicht reflektiert. Sie hat eine maximale Helligkeit von -4,9, das ist etwa so hell wie die internationale Raumstation. Sie sieht aus wie ein großer, weißer Stern, der am Morgen- oder Abendhimmel leuchtet. Sie wird daher auch gerne als Morgenstern oder Abendstern bezeichnet, je nachdem, wann sie sichtbar ist. Aber natürlich ist sie ein Planet in unserem Sonnensystem und ausdrücklich kein Stern, auch wenn das der Volksmund gerne so bezeichnet. Die Venus ist ein felsiger Planet, der eine sehr dichte Atmosphäre hat, die hauptsächlich aus Kohlenstoffdioxid besteht. Man kann also gut sagen, dass im Fall der Venus der Treibhauseffekt ganz von Natur aus buchstäblich auf die Spitze getrieben wird. Sie hat auch eine hohe Konzentration von Schwefelsäure, die Wolken bildet, die die ganze Oberfläche bedecken. Und wenn es dort regnet, dann schwefelsauren Regen. Na, herzlich willkommen. Sie hat eine sehr hohe Oberflächentemperatur von etwa 460 Grad Celsius. Das ist heißer als beim Merkur, obwohl dieser doch der Sonne viel näher ist. Man könnte also gut begründet vermuten, dass es auf der Venus kühler ist als auf dem Merkur, was aber offenkundig
nicht der Fall ist. Das liegt daran, dass die Venus einen sehr starken Treibhauseffekt hat, der die Wärme in der Atmosphäre einschließt. Das zeigt, wie wirkmächtig ein solcher Treibhauseffekt sein kann und sollte uns stets anschaulich vor Augen bleiben. Die hat auch einen sehr hohen Oberflächendruck von etwa 90 Bar. Das ist 90 Mal so hoch wie der der Erde. Auf der Erde beträgt der Luftdruck auf Meereshöhe etwa 1 Bar und zum Vergleich, unsere Autoreifen pumpen wir mit 2 bis 2,5 Bar auf. Und da bekommt man eine Ahnung, was 90 Bar Oberflächendruck bedeuten. Und das heißt, die Venus ist ein sehr unwirtlicher Planet, auf dem nach allem, was wir bisher wissen, wahrscheinlich kein Leben möglich ist. Die Venus hat eine sehr langsame und rückläufige Rotation. Das heißt, sie dreht sich in die entgegengesetzte Richtung wie die meisten anderen Planeten. Sie braucht 243 Tage, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Das ist länger, als ein Venusjahr dauert. Die Venus braucht nur 225 Tage, um einmal um die Sonne zu kreisen. Das heißt, ein Tag auf der Venus dauert wieder länger als ein Jahr auf der Venus. Und dieses Phänomen kennen wir ja jetzt schon, so ähnlich vom Merkur, bei dem auch der Tag länger dauert als ein ganzes Jahr. Außerdem geht die Sonne auf der Venus im Westen auf und im Osten unter, also gerade andersherum als auf der Erde. Die Venus hat eine sehr kreisförmige Umlaufbahn, die nur eine geringe Exzentrizität hat. Das heißt, sie weicht nur wenig von einer perfekten Kreisform ab. Sie hat auch eine geringe Neigung, das heißt, sie ist nur wenig gegen die Ebene ihrer Umlaufbahn geneigt. Und das bedeutet, die Venus hat keine Jahreszeiten, wie wir sie auf der Erde kennen. Sie hat immer die gleiche Temperatur und die gleiche Tageslänge im Jahresverlauf eines Venusjahres. Die Venus hat keine Monde, aber sie hat einige Asteroiden, die ihr nahe kommen oder sie sogar umkreisen. Diese Asteroiden nennt man Venustrojaner, weil sie sich in den sogenannten Lagrange-Punkten befinden. Das sind Punkte, an denen die Schwerkraft der Venus und der Sonne im Gleichgewicht zueinander stehen. Die Venus hat mindestens 2 bekannte Venustrojaner, die 2002 VE68 und 2012 XE133 heißen. Sie sind aber sehr klein und schwer zu beobachten. Die Venus hat eine sehr geheimnisvolle Oberfläche, die von ihrer dichten Wolkendecke verdeckt wird. Sie hat aber auch einige interessante Merkmale, die wir mit Radar oder Sonden erkunden können. Sie hat zum Beispiel viele Vulkane, die Lava ausstoßen, die die Oberfläche bedeckt. Sie hat auch viele Krater, die von Meteoriteneinschlägen stammen. Sie hat aber deutlich weniger Krater als der Merkur oder unser Mond, weil ihre Atmosphäre viele kleine Objekte ablenkt oder gleich zerstört. Ganz ähnlich, wie das auch bei uns auf der Erde ist. Sie hat auch einige Gebirge, die aus gefaltetem Gestein bestehen. Sie hat aber keine tektonischen Platten, wie wir sie auf der Erde haben, die sich bewegen und aneinander reiben und dann die bekannten Erdbeben erzeugen. Sie hat auch einige Täler, die von Flüssen aus Lava oder Schwefelsäure geformt wurden. Sie hat aber kein Wasser auf der Oberfläche, weil es viel zu heiß ist und daher folglich sofort verdampft. Venus wurde bisher von 5 Raumsonden für Forschungszwecke besucht. Verena 1 und 2, Mariner 2, Magellan und Venus Express. Die Venus ist im März 2024 auch das Titelthema der Zeitschrift Sterne und Weltraum,
und berichtet über eine amerikanische und eine europäische Mission zur Venus, die derzeit beide in Vorbereitung sind und Anfang der 2030er Jahre starten sollen. Wenn du die Venus selbst beobachten möchtest, dann musst du dich im März 2024 in den Morgenstunden sehr beeilen, da sie nun in der Morgendämmerung zunehmend verblasst. Sie ist eigentlich nur in den ersten Tagen des März noch am Morgen etwa gegen 6.30 Uhr sichtbar, vielleicht wenn du gerade sehr früh zur Arbeit, zur Schule oder zur Universität fährst und auch das Wetter mitspielt. Danach wirst du viel Geduld haben müssen, da sie jetzt für einige Zeit nur am Tageshimmel und dort wahrscheinlich eher nur für Spezialisten zu beobachten ist. Erst im August 2024 taucht die Venus wieder am Abendhimmel und damit in der Dämmerung auf. Die Venus wurde schon seit der Antike von Menschen beobachtet, aber erst im 17. Jahrhundert als Planet erkannt. Der erste, der sie als solchen beschrieb, war der italienische Astronom Galileo Galilei im Jahr 1610. Er benutzte ein kleines Teleskop, das er selbst gebaut hatte, und bemerkte, dass die Venus Phasen hat wie der Mond. Das heißt, sie ändert scheinbar ihre Form, je nachdem, wie sie von der Sonne angestrahlt wird. Er erkannte auch, dass die Venus die Sonne umkreist und nicht die Erde, wie damals geglaubt wurde. Er nannte sie den Mediciische Planet nach der Familie Medici, die ihn unterstützte. Später wurde sie aber nach der römischen Göttin der Liebe und Schönheit benannt, die ihrer griechischen Entsprechung Aphrodite ähnelt. Die Venus ist ein sehr schöner Planet, den man am Himmel sehen und bewundern kann, aber auch ein sehr herausfordernder Planet, den man erforschen und verstehen möchte. Sie ist ein Planet der Gegensätze, der Licht und Schatten. Sie ist ein Planet, der uns fasziniert und inspiriert, aber auch warnt und lehrt. Sie ist ein Planet, der uns viel über uns selbst und unsere Welt erzählen kann. In dieser Folge von Sternenlicht haben wir uns die Venus angesehen und mehr über ihre Eigenschaften, ihre Geschichte und ihre Bedeutung erfahren. Wir werden uns in der nächsten Folge von Sternenlicht den dritten Planeten ansehen. Die Erde. Sie ist unser Heimatplanet und der einzige, auf dem wir Leben kennen und auch der einzige, auf dem wir auf absehbare Zeit leben können. Mehr über die Planeten in unserem Sonnensystem erfahren möchtest, dann besuche die Sternwarte St. Andreasberg, wo du sie mit eigenen Augen sehen kannst. Die Sternwarte bietet regelmäßig öffentliche Abende an, bei denen du die Wunder des Himmels erleben kannst. Der nächste öffentliche Termin ist Samstag, der 6. April 2024 ab 19 Uhr. Bei diesen Astroabenden gibt es immer ein kleines Vortragsprogramm und bei freier Sicht zum Himmel anschließend die Möglichkeit, durch die Teleskope der Sternwarte zu sehen. Die jeweils aktuellen Themen unseres Vortragsprogramms findest du auf unserer Webseite unter sternwarte-sankt-andreasberg.de. Eine Anmeldung ist immer sehr zu empfehlen, da die Plätze begrenzt und Termine oft frühzeitig ausgebucht sind. Denke bitte auch daran, dir wetterfeste Kleidung für die Höhenlage des Harzes mitzubringen und rechne damit, dich etwa 10 Grad Celsius wärmer anzuziehen, als es die Temperaturskala vielleicht gerade vorschlägt. Wenn du mehr über die Astronomie erfahren möchtest, dann bleib dran und hör dir die nächsten Folgen von Sternenlicht an, dem Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise durch den Harzer Nachthimmel und dir die Schönheit der Wissenschaft und Astronomie zeigt. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, und bis dahin wünsche ich dir klare Nächte und viel Spaß beim Sternegucken. Tschüss und wie die Astronomen sagen, Clear Skies. Dein Christoph von der Sternwarte St. Andreasberg.